Der Pflegeversicherung droht der finanzielle Kollaps, der Zusammenbruch. Müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, diese Woche war wirklich eine extrem spannende Woche. Heute ist der 12. Oktober 2024. Anfang der Woche plätterte es sozusagen durch die Online-Medien eine ganz schlimme Nachricht, dass der Pflegeversicherung der Zusammenbruch droht. So hat es auch unter anderem der Merkur in seiner Online-Ausgabe am 12.10.2024 nochmal redundiert, also nochmal wiederholt. Steuerzahler müssten mit dem Schlimmsten rechnen, meine Damen und Herren. Daraufhin gab es dann eine ganz große Ansage von unserem Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach. Nein, das stimme so nicht. Die Pflegeversicherung sei noch solide aufgestellt. Eine finanzielle Pleite drohe nicht. Man werde also in Kürze hier eine Reform der Pflege vorlegen. Ja, meine Damen und Herren, all das, was Herr Karl Lauterbach hier angekündigt hat, ist ja bis heute noch nicht eingetreten. Die finanziellen Probleme der gesetzlichen Pflegeversicherung sind ja nicht erst diese Woche aufgetreten, sondern sind schon seit Monaten bekannt, meine Damen und Herren. Die Pflegeversicherung leidet chronisch unter Unterfinanzierung. Also die hat nicht genügend Geld. Das ist das große Problem. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist hier die Alarmmeldung durch die Pflegekassen, durch den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen gekommen. Die haben gesagt, Leute, so geht's einfach nicht mehr weiter. Wir brauchen mehr Geld. Ja, und das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist ja, oder das Kuriose bei der ganzen Geschichte ist ja, der Bundesfinanzminister sitzt wie eine Glucke auf ihren Eiern auf dem Staatshaushalt und will einfach kein Geld klar machen. Er sagt, wir können keine Schulden aufnehmen, wir haben die Schuldenbremse. Das heißt also, die Schuldenbremse, die verfassungsrechtlich vereinbart ist, die in der Verfassung steht, stranguliert Deutschland zurzeit massiv. Und deshalb, meine Damen und Herren, kommt es einfach zu diesem Problem, weil Lindner keine Gelder mehr aus dem Staatshaushalt klar machen kann oder bereitstellen kann. Er kann keine Finanzmittel mehr bereitstellen. Das heißt also, die Suppe auslöffeln müssen wir wieder als Beitragszahler, die Unternehmerinnen und die Unternehmer und auch die Pflegeheime. Und das Kernproblem ist, dass die Pflegeheime zum Beispiel bei so einer schlimmen Nachricht natürlich auch massiv von Verunsicherung betroffen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute in den Pflegeheimen dann nachfragen, na, wie ist denn das jetzt? Muss ich jetzt meine Eltern aus dem Pflegeheim holen, weil ihr sie nicht mehr pflegen könnt, weil ihr nicht mehr genügend Geld bekommt? Oder was ist jetzt los ab Februar 2025? Was passiert jetzt eigentlich? Aber Karl Lauterbach will uns ja in Kürze Nachrichten oder Antworten auf diese wichtigen Fragen geben. Fakt ist auf jeden Fall eins, der Pflegekasse, der gesetzlichen Pflegekasse, geht es finanziell ganz, ganz schlecht. Und wenn nicht entsprechende Reform kommt. Und ich weiß genau, wie die aussieht, die Reform. Die Beiträge werden nach oben gehen, 0,3%. Ich glaube noch nicht, dass es nur 0,3% sind. Es wird sogar noch ein bisschen mehr werden. Das ist das Einzigste an dieser Reform. Dann wird sozusagen das Schlimmste vielleicht möglicherweise Wahrheit werden und die gesetzliche Pflegeversicherung bricht dann im Februar 2025 zusammen. Dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Die gesetzliche Pflegeversicherung sagt ja, wir haben Corona-bedingt über 6 Milliarden Euro Ausgaben gehabt, die wir eigentlich gar nicht zu tragen haben. Wo ist eigentlich das Geld? Die sitzen sozusagen auf dieser Forderung gegenüber dem Finanzminister Lindner und der macht die Kohle einfach nicht locker und sagt ganz einfach, ist nicht mein Problem und verschiebt die ganze Situation auf die Beitragszahler. Andererseits wiederum sagt die FDP als Partei, die Beitragszahler in Deutschland sind schon massiv belastet, wir müssen die Beiträge runterkriegen, aber hier in diesem Fall sehen wir ganz genau, was für eine Hybris das hier eigentlich ist. Wir kriegen die Beiträge nicht runter, die Beiträge gehen nach oben. Genauso auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, die Beiträge gehen nach oben. Und dann kommt eine ganz interessante Nachricht vom Verband der privaten Krankenversicherung. Die weigern sich, 50 Milliarden Euro an
Finanzierung in das gesetzliche Gesundheitssystem zu zahlen, obwohl die Privatkrankenversicherten massiv von dem gesetzlichen Gesundheitssystem profitieren und dort nämlich die Leistungen der Kassenärzte in Anspruch nehmen, meine Damen und Herren. Und das ist auch eine Riesensauerei, dass sich die PKV in Deutschland den Kosten des Gesundheitssystems im Allgemeinen de facto entziehen will und sogar noch mit Klage droht vor dem Bundesverfassungsgericht. Ja, meine Damen und Herren, also ich kann Ihnen nur so viel sagen, eine ganz vertrackte Situation in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Sie wissen, es gibt im Grunde genommen nicht die ultimative Lösung, wie wir es jetzt alles richtig machen können, aber es gibt zumindest einen Ansatz, wo wir anfangen müssten. Und als allererstes, ganz klar, Karl Lauterbach als Gesundheitsminister entlassen, der hat völlig versagt. Der ist ja nun seit 2021 Gesundheitsminister und der hat den Laden einfach nicht mehr im Griff, das müssen wir einfach so sagen. Im Grunde genommen können wir auch die gesamte Ampelregierung entlassen. Das würde aber das Problem nicht lösen. Das ist nur ein Teil der Problemlösung. Zweitens, und das ist ganz wichtig, wir brauchen endlich in Deutschland eine umfassende Bürgerversicherung in der gesetzlichen Pflege. Das nützt nichts. Wir müssen von der Teilkaskoversicherung runter und müssen eine Vollversicherung machen für alle. Und da müssen eben alle einzahlen. Ja? Also nicht nur die Arbeitnehmerinnen, die Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, die davon im Übrigen ganz besonders betroffen wären. Es ist nämlich die Altersgruppe, die dann irgendwann mal der eine oder andere ins Pflegeheim muss. Und wir wissen ja jetzt schon, dass die Pflegeheime so gut wie keine Plätze mehr haben. Die weisen die Leute ja schon zurück. Das ist ja auch kurios. Und natürlich müssen einzahlen Beamte, Politiker, Selbstständige, alle diejenigen, die sozusagen in diesem System leben, die von diesem System auch profitieren letzten Endes. Und die müssen einzahlen in die gesetzliche Pflegeversicherung. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir brauchen eine umfassende Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung, damit endlich dieses Theater mit den steigenden Beiträgen mittelfristig erstmal aufhört. Und dann können wir uns um die strukturellen Probleme im Gesundheitswesen, im Gesundheitssystem kümmern und müssen da auch vieles verändern. Und wir müssen auch diesen Lobbysumpf der Pharmaindustrie und auch von bestimmten Ärztinnen und Ärzten hier brechen, dass das aufhört, dass die immer mehr verdienen und letzten Endes die Krankenkassen und die Beitragszahler dafür bluten müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.